Kapaloris ist ein Pokémon mit dem Typen Wasser und Pflanze, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Flambrero, welches sich selbst aus Lutoz entwickelt. Des Weiteren ist es das Gegenstück von Tangulist. Kapaloris ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und Kappa-ähnliches Pokémon, das hauptsächlich grün und balge erscheint. Das Pokémon hat einen ovalen Korpus. Das auffälligste Merkmal ist wohl das große Blatt auf seinem Kopf, das einem Sombrero ähnelt. Arme, Beine, der sichtbare Bereich seines Unterleibs, sowie das Blatt und ein kleines Areal um die Augen sind grün gefärbt. Das Fell dagegen ist beige, Ausnahme davon ist das braune Zickzackmuster darauf. Außerdem ist der Fortsatz auf seinem Blatt braun und mit dünnen schwarzen Streifen gemustert. Die kleinen länglichen Augen bestehen aus weißer Lederhaut und schwarzen Pupillen. Darunter ist der große orangefarbene Mund zu erkennen, der an einen flachen, abgerundeten Schnabel erinnert. Der Körper ist mit dichtem Fell bedeckt, das einem Poncho gleicht, und Kapaloris besitzt relativ lange, dünne Arme mit breiten Händen und eher kurzen Beinen. In der Shiny-Form sind die üblicherweise grünen Körperbereiche kräftig blau gefärbt und das Fell wirkt etwas dunkler. Kapaloris ist ein Pokémon, welches vor allem bei Spezialattacken punktet. So ist es hier sehr stark und greift deine Gegner mit Attacken des Typs Wasser wie Hydro-Pumpe und Blubstrahl oder des Typs Pflanze wie Megasauger an. Dieses Pokémon ist jedoch durch den glitschigen Film auf seinem Körper, welcher ihn schützt, ebenso fähig, solche Attacken effektiv abzuwehren. Auch erlernt es einige physische Attacken verschiedener Typen wie seinen Kopfstoß, Abschlag oder Naturkraft. Im Anime sieht man es die Attacke Kugelsaat einsetzen. Das Pokémon zeichnet sich besonders durch seine Begabung enorme Kraft aus dem Tanzen und der Musik zu gewinnen aus. Hierbei werden seine Muskeln mit Energie gefüllt und es kann selbst übermächtigen Gegnern Respekt einflößen. Dieses Pokémon nutzt Wasser, um sich im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. So ist es bei Regen durch die Fähigkeit Wassertempo doppelt so schnell oder erhält durch die Fähigkeit Regengenuss jede Runde ein 16 seiner Kraftpunkte zurück. Wenige Exemplare von der Turzel besitzen die versteckte Fähigkeit Tempomacher, welche sie vor Verwirrung schützt. Kapaloris liebt das Tanzen. Ertönen Klänge stimmungsvoller, fröhlicher Musik, so werden seine Zellen aktiviert. Das Blut pulsiert im Takt, seine Muskeln füllen sich mit Energie und das Pokémon tanzt rhythmisch. Dies verleiht Kapaloris unglaubliche Stärke. Man sagt, das Singen von Kindern auf Wanderausflügen locke es an. Dabei ist Kapaloris der dritte Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Lambrero, welches sich wiederum aus Lutoz entwickelt. In der Entwicklungsreihe wird das Blatt, welches sich auf Kapaloris Kopf befindet, beibehalten. Das Gesamterscheinungsbild aber verändert sich mit jeder Entwicklung stark. So besitzt Lutoz einen kleinen breiten Torso mit 6 Beinen, während Lambrero und Kapaloris auf 2 Beinen stehen und auch zusätzlich 2 Arme besitzen. Lutoz Körper ist hauptsächlich blau, der von Lambrero grün und das Fell, welches Kapaloris Körper bedeckt, ist beige gefärbt. Zudem nimmt das Pokémon im Laufe der Entwicklung stark an Gewicht zu. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Lutoz zu Lambrero auf Level 14 ausgelöst und die Entwicklung von Lambrero zu Kapaloris durch die Gabe eines Wassersteins. Mit der Typenkombination aus Wasser und Pflanze nimmt Kapaloris ein Viertel Schaden gegen Wasserattacken, halben Schaden gegen Boden- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Gift, Flug- und Käferattacken und der Rest macht normalen Schaden.